Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Pack Opening. Das letzte Pack Opening ist schon extrem lange her. Ich habe bewusst Season 11 ausgelassen, um in Season 12 mal wieder ein richtig fettes Pack Opening zu machen. Wie ihr wisst, habe ich schon sehr, sehr viele gemacht. Ich habe hier in diesem Video 184 Packs aufgemacht. Die ersten 150 Packs waren tatsächlich noch vom Black Friday Sale Event 2021 und so lange habe ich sie mir jetzt aufgespart, dadurch, dass ich fast jede Season immer 100 Packs aufgemacht habe und man irgendwann an einem Punkt ist, wo man ständig nur noch Crafting-Metalle sammelt, habe ich mir gesagt, Season 11 machst du einen Break und machst in Season 12 das nächste große, fette Pack-Opening. Deswegen heute 184 Packs für euch. Lasst euch mal überraschen, was da alles bei rumkommt. Es lohnt sich, denke ich. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bleibt gesund, haut rein. Ciao. Let's go. Ist das hier schön? Ist ein Carskin. Oh Gott, ist der hässlich. Naja, Gott sei Dank sind Geschmäcker verschieden. Jetzt kommen die drei Octane-Packs. Ich bin bei 1950. Es wird eine ganze Menge Ash und Maggie Stuff dabei sein, weil ich in Season 11 erstmalig seit ewigen Seasons kein XXL Pack Opening gemacht habe. Habe ich ja sonst immer in jeder Season ein, ich sag mal so ungefähr 100 Opening. Oh Gott, hallo. Der ist ja schick. Poetic Justice. Alien Invasion. Der sieht ja schick aus. Der sieht ja mal richtig geil aus. Okay, der wird gleich mal ausgerüstet. Big, freue ich mich doch schon. Oh, ein Finisher für Fuse. Bam, close line. Oh, der ist aber schnell. Ist aber ein schneller Finisher. Das andere würde ich sagen länger. Da irre ich mich. Der ist da aus dem Dark Devs, oder? Ja, der ist definitiv aus dem Dark Devs Event. Oh, der ist schick. Alter Falter, ist der schick. Der hat da gleich mal ausgerüstet. Kann das sein, dass der Elstar Skin auch aus dem Dark Devs war? Ich bin mir nicht sicher. Also,
was ich mir da das Spaß gefällt mir der Fuse Skin noch und der Spitfire Skin. Und, oh Gott, ich glaube, der Volt Skin war auch sehr geil. Der Rest weiß ich nicht mehr. Sehr, sehr viel Schrott, das habe ich geahnt. Kann mir jemand von euch sagen, ob es ein Packet-Counter gibt, also Packs man schon geöffnet hat? Das täte mich echt mal interessieren, also so wirklich richtig zuverlässig. Dass das Respawn nämlich eingefügt hat, das wäre schon mal interessant. Über 40 Packs sind offen. Ah ja, mal gucken. Also für die neuen Legenden quasi als neues Pack-Opening Ash und Maggie. Ah, jetzt noch was Besonderes. Oh, hallo, ein Fuse-Skin. Wahrscheinlich das absolute Fuse-Glück hier, habe ich das Gefühl. Der sieht geil aus. Der sieht ja richtig stark aus. Der wird doch direkt ausgerüstet. Ach, der leuchtet bestimmt extremst im Dunkeln, würde ich behaupten. Oh, das müsste man eigentlich mal im Trainingsgelände testen. Auch eine dunkle Ecke stellen. Vielleicht direkt am Eingang. Mal schauen. Thank you.
da gibt es nicht mehr so viel zu kommentieren, es sei denn, es ist richtig, richtig geil ist. Und naja, gut, wenn man schon mal einmal vom Teufel spricht, was willst du da kommentieren, ja? Ein legendärer Frame, naja. Ich ziehe halt fast nur noch Crafting Star. Außer jetzt für Season 11 und 12, für die beiden Legenden, viel seltenen Kram und weißen Kram. Ist halt nichts Besonderes. Ich habe extra mal zwei Seasons mit dem Pack Opening ausgelassen. Hier, dreimal Ash. Dreimal Ash. Was? Da nehme ich doch lieber mal die Metalle. Knapp etwas über 150 Packs, die es vorher waren, und die 30, die ich mir erspielt habe, das ist noch vom Black Friday Sale. So lange habe ich die Packs aufgehoben. Bis fast Mitte Februar 2022. Sieht aber gar nicht mal so blöd aus. Was ist das denn für Mist? Ah, oh, warum? Ey, ganz ehrlich, warum? Warum ist sowas legendär? Du freust dich so, dass es Gold leuchtet und dann sowas. Also ich finde Frames, Banner und den ganzen Scheiß, das dürfte nicht legendär sein. Das sollte normalerweise meiner Meinung nach immer ein Legenden- oder ein Wachskin sein. Wenn man davon die meisten schon hat, dann halt legendäre Crafting-Metalle, ganz einfach. Damit haben wir die ersten 80 Packs von 183 oder waren es 184? Weg.
Oh mein Gott, ich habe es geahnt. Ich habe es geahnt. Ich habe es einfach geahnt. Vielen Dank. Wenn diese Erbstücksplitter einfach auftauchen, du denkst dir, what? Und dann ist dieser Moment schon, dieser Moment der Freude schon wieder so schnell vorbei. Das ist so schade. Oh, krass. Ich habe gerade aktuell null Plan, welches Erbstück ich mir holen sollte. So, alle, die mich interessieren, die habe ich. Also von allen Legenden, die ich im Schnitt spiele. Würde natürlich das Wraith-Erbstück noch interessieren. Die spiele ich ja gelegentlich ja doch mittlerweile ab und zu mal. Krass. Oh, jetzt haben wir wieder mal was Goldenes. Boah, ein Finisher, wie geil. Ein Ash-Finisher, da freue ich mich drüber. Oh, der ist aber auch geil. Ja, mit diesem Skin sieht ultra sexy aus. Okay. Ich meine natürlich, ich habe wahrscheinlich schon, ich kann es gar nicht zählen, über 1000 Packs geöffnet. Das reicht gar nicht. 1500 wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Also beschweren kann ich mich ja tatsächlich überhaupt nicht über die Ausbeute, weil wenn man schon so viele Packs geöffnet hat, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit verdammt gering, dass man ja irgendwas Geiz zieht. Aber Erbstücksplitter, einen schönen Lifeline-Skin, ein Ash-Finisher, ein Fuse-Finisher, ein Fuse-Skin. Also, das ist schon mal nicht so blöd. Da ist schon das nächste Legendary. Ah, wie viel waren das nochmal? 600. Oh, das lohnt sich. Das lohnt sich. So, ja, das lohnt sich definitiv.
Na, jetzt halt doch, der Rudel. Ich hätte nicht sagen sollen, ist das schon für Kurstik, oder? Ja, was soll es sonst sein? Ausgerüstet, weiter geht's. Hallo. Na, lecko mio, das ist ein schöner Emot. Und zwar nach wie vor überhaupt kein Freund davon, dass sowas als legendär gilt, aber geil ist er schon. Okay, okay. Naja, Mirage halt. Mirage hat, glaube ich, nicht die geilsten Emotes. Darius läuft aber jetzt in den letzten 25 Packs echt gut. Ah, ich habe schon wieder so ein Scheißpech. Es ist doch nicht zu fassen. Für Bang, okay. Oh, wir waren eigentlich nochmal in diesem blauen Rare. Blauen Rare. Na, in dem Rare halt. Weiß ich, okay. Und was waren es hier? 10? 15, okay. Ich weiß nicht, was in Lila waren. Crafting Metall lohnt sich natürlich auf jeden Fall jetzt schon für das nächste Event. Da habe ich doch einiges zusammen. Ich habe mir, glaube ich, noch nicht einen Gun-Charm angeguckt, von dem, die ich jetzt hier so gezogen habe. Oh, vom Dark Devs, alles klar. What's Kraken? Geiler Emot eigentlich. Skin. Einer der wenigen, die ich noch nicht habe. Mittlerweile dürfte ich alle 301 Skins haben, würde ich mal behaupten. Schick. Gleich mal ausrüsten. Okay, jetzt wurde es episch, alles klar. Da kommt eine ganze Menge zusammen, eine ganze Menge.
Tralala. Ein Emote für Wraith. Der sieht gut aus. Der sieht gut. Ist das nicht sogar tatsächlich schon der ganz neue, der mit Season 12 kam? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich habe die Emotes tatsächlich überhaupt nicht alle im Kopf. Wer es nicht weiß, in Season 12 hat jede Legende einen neuen Emote bekommen. Es müssten, glaube ich, alles goldene sein, wenn ich mich nicht täusche. Über eine halbe Stunde Video. Also ich glaube, ich werde das Video trotzdem noch mal 10% schneller ablaufen lassen. Also 10% höhere Geschwindigkeit. Krass, krass, krass. Es wäre ja auch langweilig, wenn man alle 180 mit einmal öffnen könnte, aber wie würde das aussehen? Würde wahrscheinlich alles abstürzen. Würde bestimmt mega aussehen. What the motherfucking fuck ist das denn? Ich kenne diesen Spitfire-Skin nicht. Wo zum Teufel stammt der bitte her? Also mal ohne Mist, den habe ich noch nie gesehen. Chopper Claw. Wo kommt der her? Okay. Kann man Season 12 auch neue Waffenskins? Nee, oder? Jetzt mal ernsthaft, den habe ich noch nie irgendwo gesehen. Ich kenne einige Skins nicht, weil ich bewusst immer alles ungern vorher schon mir angucke. Bei den neuen Legenden, die in den letzten Seasons so kamen und auch Waffen, da hat man natürlich reingesehen. Mit Fire Skin, das ist gänzlich neu. Okay, jetzt weiß ich, wo der Skin von der 301 von der Spitfire kommt, weil dieser Skin, der kam ja auch mit irgend so einem Event fest, also dieses komische Event vor dem Dark Devs Event. Ja. Da kam dieser Skin auch her. Und da war wahrscheinlich auch der Spitfire Skin her. Das ist jetzt das zweite Event quasi, wo die Skins fest drin geblieben sind. Man nach wie vor ein Packs öffnen kann, beziehungsweise ziehen kann. Ich kriege ja schon eine leichte Sprachbehinderung, Wahnsinn. War jetzt den 301 Skin ausrüsten auch dumm, denn es gibt ja einen Pay-to-Win Skin für die 301, für die neuen, sag ich eigentlich nur 301, ich meine die neuen. Jetzt hat heute auch abgesandt, habe ich so das Gefühl, oder? Das ist jetzt auch unser der Reiter. Aber naja. Ja, die 99 hat einen Pay-to-Win-Skin. Einmal direkt ganz normal aus den Packs und einmal der 100er und 110er Battle Pass-Skin aus keine Ahnung welches Season. 8, glaube ich. 9, ich weiß es nicht mehr. Da ist das Visier deutlich besser. So, wie viel haben wir noch? Ach, wir sind ja schon mehr als über die letzten 10. Was ist das so schnell? Wie geht die Zeit? Sind wir schon bei 32 Minuten.
Wahnsinn. Naja, meist kriege ich unter den letzten drei nochmal was Goldenes. Boah, ich bin jetzt so auf die Zahl gespannt von dem Crafting-Metall her. Oh, das ist natürlich geil, ja. 90 Crafting-Metalle. Ah, immerhin was Episches noch dabei. Oh, ja, da sieht man halt, was ich schon alles geöffnet habe. So, zack. Oh, wir sind bei 7800. 7800 Crafting-Metalle. Krass, jetzt muss ich mal bei der Spitfire gucken. Was ist das jetzt hier? Ach, das sieht man nicht, was das Logo bedeutet? Sieht man das hier? Nee, siehst du nicht. Aber es ist aus diesem Event ganz, ganz eindeutig. Also auf jeden Fall top aus. Ja, doch. Der gefällt mir. Ah, die Spitfire hat viele geile Skins.